Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie. Ich begrüße beide Cheftrainer und darf zunächst unseren Gast Olaf Janssen um seine Einschätzung geben. Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Ja, zum Spiel waren die Vorzeichen sicherlich extrem schwierig für uns, gegen ein Team zu spielen, was 3 Spiele hintereinander gewonnen hat. Wir 3 verloren. Der Gegner berechtigterweise, weil sie einfach gut sind, auf dem 2. Tabellenplatz steht. Und wir in den ersten 3 Spielen uns sozusagen die Dinger selber reingeschossen haben und immer wieder auf der Verliererstraße waren. Das tat weh. Das hat natürlich auch was mit der Mannschaft gemacht. Ja, so das Ziel, ich denke, das konnte man dem Anschauer auch anmerken, dass wir gesagt haben, wir stehen da im Spiel im Kreis und dann wollen wir stolz auf das sein, was wir an Leistung gebracht haben. Und wenn ich das dann so zusammenfasse, glaube ich, dass der Punkt mindestens verdient ist. Wir haben eine schwierige Anfangsphase gehabt, glaube ich, vor dem Spiel, wo eigentlich genau das passiert ist, wo wir wussten, da sind wir schlecht, nämlich im Verteidigen von Standards. Dann hat der Trainer sich für eine Mannschaft entschieden, die jetzt nicht so von der Körpergröße her lebt. Also, und die Jungs mussten sich halt reinschmeißen. Und das fangen wir mal damit an, das muss ich schon sagen, das haben sie echt super gemacht, die Standards zu verteidigen, mit der absoluten Gier und Verantwortung auch. Und ja, waren fleißig gegen den Ball. Wir haben versucht, das Spiel von Wiesbaden zu stören, sie nicht in die gefährlichen Räume kommen zu lassen. Da musst du laufen. Gut organisiert sein. Ich glaube, das haben wir geschafft. Und dann, je länger das Spiel dauerte, auch unsere Momente gehabt, unsere Möglichkeiten, also auch unseren spielerischen Ansatz, glaube ich, dann erkennen konnte, ist, glaube ich, für beide Mannschaften nicht ganz so einfach gewesen, weil der Platz schon schwierig war. Dann insgesamt dann wunderbar in Führung gegangen, direkt nach der Halbzeit, da hatten wir auch eine gute Phase. Dann je länger das Spiel dauerte, je mehr Wucht kam einfach von Wiesbaden und die haben sich dann halt auch belohnt. Mit einer Flanke, da wissen wir, dass sie extrem stark sind und dann den Ausgleich gemacht. Und dann war es natürlich ein bisschen ein Kampf von beiden Mannschaften, aber ich glaube für die Zuschauer ein sehr angenehmes Spiel, weil es sehr geprickelt hat, viele Emotionen drin waren, dann auch noch zum Schluss, wo wir leider 2-mal gelb-rot kriegen, was natürlich unnötig ist, aber da müssen wir halt morgen noch drüber reden, aber ich mache mal einen Strich drunter. Ich glaube, gute Leistung meiner Mannschaft gegen Top-Team und sind wir sehr zufrieden und stolz und fahren so nach Hause und müssen das aber wieder in das nächste Spiel gegen Rot-Weiß Essen in dem Fall mitnehmen, denn ja, wissen wir alle, diese Liga ist besonders, da geht es immer voll zur Sache und von daher sind wir erstmal froh, dass wir diesen Punkt und diesen Turnaround vom Spielerischen her und vom Einsatz her, Torverteidigung her geschafft haben. Ja, Markus, dir und deine Mannschaft, alles Gute. Das war's. Ja. Vielen Dank. Markus, deine Einschätzung bitte. Ja, wir haben vielleicht die erste Möglichkeit gehabt durch Hollerbach direkt nach der Ecke. Dann war aber die ganze erste Halbzeit. Sehr zäh von uns. Wir haben nicht diese Momente gefunden, Tempo zu machen, unsere Geschwindigkeit zu bringen. Köln hat gut verteidigt, hat tief gestanden. Trotzdem, glaube ich, kann man das besser machen. Natürlich ist der Platz, so wie du auch gesagt hast, oder der Platz war natürlich in keinem Zustand. Da war es schwer, dann wirklich zu kombinieren, schnell zu kombinieren. Musste immer noch mal wieder einen Anlauf nehmen, immer mal wieder einen Ball versprungen. Aber auch nicht so zielstrebig gespielt, wie man das tun kann. Das müssen wir uns ankreiden lassen. Hatten uns in der zweiten Halbzeit mehr vorgenommen, radikaler zu sein, mehr Emotionen noch reinzubringen. Spielkontrolle war okay, war noch immer gut abgesichert, hatten ein, zwei so halbe Chancen gegen uns. Aber nach vorne war es nicht das Tempo, die Durchschlagskraft, die wir gewohnt sind. Und wollten in der zweiten Halbzeit mehr Gefahr entwickeln und kriegen dann direkt nach der Halbzeit dann durch eine unglückliche Aktion von Amo, der den Ball verliert, eine Situation, die wir eigentlich kontrollieren können, geraten an Rückstand. Ja, und dann ist es zerfahren, weiterhin zerfahren und kämpft. Und dann wird es immer kämpferischer. Durch die Wechsel haben wir, glaube ich, nochmal einen frischen Wind reingebracht, haben neue Energien gebracht. Und dann, glaube ich, ist der Ausgleich am Ende verdient. Haben nochmal viele Stunden am Ende, wo es ja wirklich hart umkämpft war, wo wir vielleicht noch eine Chance haben, hier und da Freistoß und Eckball, aber auch nicht so klar, sodass am Ende das Unentschieden, glaube ich, in Ordnung ist. Damit müssen wir jetzt für diesen Moment auch mal leben. Wir sind natürlich verwöhnt, aber letzten Endes haben wir heute wieder gesehen, wie umkämpft und wie eng diese Liga ist. Und dass wir auch wirklich immer am Limit spielen müssen. Das haben wir heute nicht geschafft. Deswegen können wir heute nicht ganz zufrieden sein. Wenn ich natürlich diesen,
dieses Jahr jetzt sehe mit 10 Punkten von 12 möglichen aus dem Spiel, dann sind wir natürlich zufrieden. Aber letzten Endes war das heute eine Leistung, die einfach nicht so gut war wie die letzten. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Trainer? Wenn das nicht der Fall ist, schließe ich die Pressekonferenz. Ich wünsche Ihnen gestern eine gute und sichere Heimreise und allen Zuschauenden noch ein schönes Restwochenende. Danke. Danke. Tschüss.